Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. Ja, willkommen zum ersten Boss in Shadow of the Keep, dem guten Baron Ashbury. Der Baron hat zwei Basisfähigkeiten, beziehungsweise zwei Basisheilungen. Die setzt er ein während des Kampfes, die müssen beide unterbrochen werden. Den einen setzt er ein, nachdem er die Gruppe in die Lüfte gehoben hat und auch fast 0 HP gedroppt hat. Das ist ein sogenannter Maßheal, der heilt ihm, aber auch die ganze Gruppe. Jetzt seht ihr es hier, er nimmt euch, zieht euch hoch, ihr verliert sehr, sehr viel HP, seid fast ganz tot, ja, wirklich fast ganz tot, und dann heilt der Baron alle, aber auch euch. Allerdings, wenn er natürlich immer weiter heilt, dann heilt er sich auch selber voll. Daher sollte man die ersten Ticks davon durchgehen lassen und die nächsten dann nicht mehr. Das ist natürlich dann eine Problematik, ne? Also einen Tick durchgehen lassen und dann direkt unterbrechen. Die zweite Heilung macht der Baron meist direkt danach. Da müsste man aufpassen. Der muss natürlich auch unterbrochen werden, denn das ist eine Heilung auf sich selbst. Und da heilt er sich immer wieder hoch. Diesen Grip macht er normalerweise ständig, bis er auf eine bestimmte Prozentzahl kommt. Und nämlich sind das ungefähr 20%. Und dann macht er so eine AE. Ihr seht das jetzt hier gerade. Es kommt wirklich so ein mächtiger AE und dieser AE macht natürlich dann Schaden und daher solltet ihr ihn eben schnell umbringen, wegbursten, was wir jetzt hier gemacht haben, daher war es jetzt kein Problem. Also die Hauptfähigkeiten sind eben dieser Grip, wo er euch dann hochhebt und fast auf 0 HP bringt und danach der Heal, der eben nicht sofort unterbrochen werden darf, sondern erst nach einer gewissen Zeit, damit man selber, beziehungsweise die Gruppe selber eben auch schon ein bisschen voller ist. Wir schauen uns das nochmal gleich an und danach kommt eben dann direkt auch ein richtiger Heal, ja, also eine Heilung, die auf ihn selber geht, die muss auch unbedingt unterbrochen werden. Solltet ihr euch absprechen, wer welchen Heal aus der Gruppe unterbricht, damit das auch gewährleistet ist, dass das definitiv klappt. Ja, ihr seht jetzt hier, ihr werdet hochgehoben, fast bis auf 0 HP und dann wieder runtergelassen und man, unterbricht dann direkt nach dem ersten Heal und dann würde er jetzt gleich, irgendwann hat er den nächsten Heal gecastet, der wurde auch unterbrochen, da heilt er sich nicht hoch, sondern wir können jetzt richtig schön runterburnen, eben wegen unserem Equip macht er das jetzt nicht nur öfter, normalerweise macht er das öfter im Kampfverlauf, so dass man da dann auch öfter unterbrechen muss und eben wenn wir dann so knappe bei 20% angekommen sind, dann fängt er mit seinem AI an, da muss natürlich dann wirklich schnell gemacht werden, dass er dann auch stirbt, denn ansonsten hat man ein Problem. Ja, wir sind jetzt auch gleich bei 20%, 23, 22 und jetzt die 20 und dann beginnt er mit seinem AE, der eben auch nicht unterbrochen werden kann, weil es ist gar kein Cast, sondern das liegt eben an der besonderen Fähigkeit von ihm. Ihr seht ja auch, die ganze Gruppe kriegt Schaden in der Zeit. Der Tank generell nur moderaten Schaden, also da muss man jetzt nicht als Heiler besonders auf den Tank achten, sondern eben vor allen Dingen nachdem man gegrippt wurde. Ne, man hat dann zwar einen gewissen HP-Pool durch den Baron Ashbury Heal selber, den man ja einmal durchgehen lässt, aber danach muss man natürlich die Gruppe auch hochheilen, inklusive dem Tank, vermute ich erstmal als Ersten, ist natürlich wichtig, weil der ja doch immer noch ein bisschen Schaden kriegt, aber generell natürlich auch die Gruppe. Ja, das war Baron Ashbury, eigentlich kein schwerer Boss, kann aber wirklich zu einem Vibe-Faktor werden. Ich habe das hier random schon mal mitgemacht, da hat das gar nicht geklappt mit dem Unterbrechen, daher, ist das schon an einigen Stellen recht witzig. Ja, also bis zum nächsten Video. Ach so, ja, und wer, bevor ich das vergesse, irgendwie, ne, manche Leute achten da nicht drauf, den kompletten Guide mit Loot, mit allem, gibt's in der Beschreibung einen Link zu venion.eu. Danke, bis zum nächsten Mal.